Oh, nur noch 60 Minuten. Ja, auf welchen Film spielt das wohl an? Autos klauen? Nur noch 60 Minuten? Haha. So. Stehen bleiben, ihr seid verhaftet! Heute ist nicht ein Tag, du Held. Schnappt ihn euch, Jungs! Nix ist. Bam! So, kann ich dich... Oh, was war denn das jetzt? Ich konnte ihn gar nicht festnehmen. Kann ich dich jetzt... Oh, jetzt kann ich dich festnehmen. Na, warte mal. Greif du mich mal an hier. Moment mal, irgendwas sagt mir, dass ich das eigentlich noch gar nicht können dürfte. Wie jetzt? Moment mal. Wir lernen also in Lego City Undercover, dass wir Kung Fu benutzen und kontern und alles sowas. Und hier? Hier wird uns das in der dritten Mission verliehen oder was? Darf ich bitte mal Einspruch einlegen? Objection! Ah. Das ist merkwürdig. Und ich find's lustig, die halten mehr aus, wie es aussieht. Da! Die brauchen erstmal einen Schlag auf den Boden und dann... Ist ja krank. So, wollen wir mal jemanden greifen? Und wegschleudern. Puff! So, komm. Haha, hast du gedacht. So, den wollen wir uns mal greifen und den, den anderen wollte ich ergreifen und den wollte ich hier nur greifen und dann... Oh, die Attacke kenne ich noch. Bums. Puff, was war das denn? Alter. Warten, das war irgendein Wrestling-Move. Blöderweise kenne ich die alle nicht. Wie die heißen, so namentlich und so. Oh. Na, Booster Strange. Oh Gott. Du willst also Booster Strange verhaften? Dazu musst du mich erstmal kriegen. Red ruhig weiter, du Angeber. In einer Sekunde bin ich bei dir. Ah, was ist das denn hier? Die jährliche Ganoven-Versammlung? Tja, da würde ich mal sagen, die können uns nix. Schwupp! Einmal flachgelegt und in Handschellen gepackt. Was denn? Oh, Moment mal. In Handschellen packen, flachlegen? Ich glaube, das sind jetzt so Sachen... da kann ich hoch? Cool. Oh, was habe ich hier? Aha. Ey! Ich wollte doch hoch. Oh, wie langsam der klettert. Das ging aber besser in Lego City Undercover für die Wii U. Andererseits, ey, jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Nee, andererseits, man muss ja auch dazu sagen, es sind ja zwischen den beiden Spielen in der Chronologie hier Jahre vergangen. Und ja, da kann es ja mal passieren, dass Chase McCain gelernt hat, wie man Leitern richtig benutzt und das vorher nicht kannte. Oder dass er mittendrin mal eine Amnesie hatte, weswegen er jetzt auf einmal Kung Fu gleich von Anfang an kann. Ja, ich verdrück mich wohl besser. Ja, das tust du besser mal. Das stimmt. Jungs, begleitet diesen Supermann von der Polente vom Gelände. Ja, das werde ich genießen. Ja, apropos genießen. Ich werde dir den Irokesen gießen. Oder so. Aua. Ey, vorsichtig, Leute. Mit mir ist nicht zu spaßen hier. Ich leg euch in Schellen. Das wird euch gar nicht gefallen. Gefallen. Hoppa. Vielleicht ein andermal, Herr Superpolizist. Oh, der will ein Auto klauen. Nix da. Der steht ja sogar richtig danach. Alter, ich dachte jetzt schon wieder, das ist die weiche Tour, wo wir ganz schnell fertig sind. Aber so war es ja doch nicht. Booster entkommt, nimm die Verfolgung auf. Wir nehmen die Verfolgung auf. Und wir rammen den netten Herrn erstmal. Bam. Und der hat ordentlich anscheinend an Lebensenergie, wie es aussieht. Apropos, das ist bei den anderen ja auch so. Mir kommt das so vor, als wäre dieses Lego City Undercover weniger für die etwas jüngere und beim Spielen doch weniger begabte Generation gemacht, sondern eher für die Leute, die eine richtige Herausforderung wollen. Vielleicht gibt es hier ja auch sogar was wie Bosse oder so. Also Rex Fury wird es ja hier wieder geben. Darum geht es ja in dem Spiel. Was es nicht geben wird, oh ja, stimmt. Frank Honey wird es nicht geben in diesem Spiel zum Beispiel. Ja, aber es gibt zumindest eine Polizeisirene.
Nee, aber ich finde das schade. Frank Honey wird es wahrscheinlich höchstens als, sagen wir mal, Cameo-Auftritt geben. Weil Frank Honey, naja, den hat man ja erst in Lego City Undercover kennengelernt. Und hier, wie gesagt, ist ein Prequel. Das ist gemein. Ich vermisse Frank Honey. Ich will Frank Honey haben. Wo ist der Typ? Oh, da ist er. Und schwupp. Oh, er hat 3 Lebensherzen oder so. Oh, das war ein... Das war der Bump, yo. Der Breast Bump, yo. Oder sowas ähnliches. Ich weiß nicht, was das war, genau. Oh. Aha, wir haben ein Abhörgerät bekommen. Ich meine, ein Walkie-Talkie, von dem ich noch nicht weiß, dass es ein Abhörgerät ist. Haha. McCain, Booster hat uns über ein Versteck im Apartmentgebäude informiert. Versuch mal mit Hilfe der Mitteleinrichtung etwas rauszufinden. Ich sag mal so, das weiß ich aus einem Review, weil ich ja wissen will, ob das Spiel es auch wirklich wert ist, LP zu werden. Und ja, ist es. Deswegen tue ich das auch. So. Chase hört mit. Bei was denn? Spricht ja keiner um ihn rum. Gibt ja nur Textboxen. Wow. Mit Hilfe deiner bla 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 stell dich vor die Tür und benutze die Mülltüreinrichtung, indem du A drückst. Neige dein System hin und her, um die pulsierende Signal einzufangen. Ja, bring das Signal in die Mitte, um die Frequenz anzupassen. So. Wenn das nächste Mal Text kommt, dann zeige ich euch was. Aber erstmal gucken wir hier. Oh, oh, oh. Ja, wir haben's. Hast du das von Booster Strange gehört? Irgend so ein Heini von der Polenta hat ihn geschnappt, als er das Autohaus ausrauben wollte. Junge, Junge, Tony wird ausrasten, wenn er das hört. Na klar, Mann. Er wird ja nicht ohne Grund Klopper-Tony genannt. Trapper-Tony. So, interessant. Vielleicht sollte ich es an den anderen Türen probieren, um mehr rauszufinden. Jo. Ich würde ja jetzt die gerne was machen, aber anscheinend gibt's gerade keinen. Oh. Hey, das ist dieser Typ von der Polente, der den Autodiebstahl verhindert hat. Schnappt ihn euch! Ja. Oh, na hier. Nix da. Na. Vorsichtig. Ich konter schön. Das ist schön. Ja, nee, das wollte ich echt nicht. Fuck. Oh, oh, oh. So, jetzt schnapp ich mir die beiden aber auch wirklich. Geht doch. Und eingebuchtet. Yeah. Ja, nee. Jetzt, wo ich gerade den Text brauche, kommt da nicht. Das ist voll unfair. Das ist echt, das ist das Mieseste, was es gibt in dem Spiel. So. Irgendein unwichtiger Text müsste doch mal irgendwann kommen und dann kann ich was machen. Aber nein, geht gerade nicht. Hörbar. So, wo muss ich hin? Hier an der Tür ist nix. Dann gehen wir doch mal eins höher. Und hier. Pff. So, das war sogenanntes Textboxen. So, ja. Wie das geht, wissen wir ja schon. Textboxen. Hat gehört, dass Tony endlich Cherry Tree Hills übernehmen will. Hat der Chef das gesagt? Warum weißt du dich davon nichts? Weil das nur die wichtigen Leute wissen und du bist nicht mehr wichtig, Mann. Du Wichtigtuer. Ich wusste, dass es eine miese Idee war, diesen Hund zu klauen. Ja, Hunde klauen ist doof. Hunde klauen tut man nicht. Nee, das tut man einfach nicht. Ich meine, Hunde sind so liebe Tiere. Die darf man nicht einfach klauen. Bei Katzen ist mir das völlig egal. Ich bin nicht so der Katzentyp. Hirk. Da ist eine Tür zum Abhören. So. Und Frequenz gefunden. Was ist denn jetzt mit der Übernahme? Warum haben wir noch nicht angefangen? Ja, wir haben nicht genug Kohle, Mann. Wir müssen erst noch eine Bank ausrauben. Ach so, damit wir Verstärkung anheuern können. Genau.
So, so. Da haben wir doch mal eine schöne Information erhalten. Und ich sehe schon auf der Karte unten, da ist was. Da sind böse Leute. Jungs, die mich gerne zumindest in weiß ich nicht. Also die nicht möchten, dass ich weiter hinter denen rumschnüffle. Uah! Yeah! So. Willst du mir was antun? Ha, wird nix. Klack. Na, willst du auch noch? Schwupp. Schöne Zeitlupe. So, hier unten ist noch was. Ah. Stell dich vor die Tür und bla bla bla. Wie gesagt, Textboxen. Ist schon schlimm genug, dass hier nur Text ist. Was ist denn nun los hier nochmal? Was geht denn hier? Ah, jetzt klappt's. Gut. Ich hab gehört, dass Jimmy für den Banküberfall zuständig ist. Was? Jimmy? Dem Typen traue ich nicht. Der redet zu viel. Na, wir werden sehen. Er kundschaftet schon die Bank aus. Ja, der soll das bloß richtig machen. Ratatatata. Eine kleine Diva haben wir hier, genau. Und eine weitere Insignie der Sonne. Mission abgeschlossen. Yeah. Chase, fahr sofort zur Bank und nimm Jimmy die Plaudertasche fest. Okay. Wo ist Jimmy die Plaudertasche? Die Plaudertüte. Der Quatschtütenbürger kommt, wenn Jimmy zu viel ausplaudert. Ne? So, ha. Hüp, dip, 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 dip. Ich spring so durch die Gegend und nehm einen Mülllaster mit, weil grad nichts anderes zu fahren da ist. Und deswegen gehe ich jetzt hier rüber. Und da stand Autos. Das ist auch schön an dem Spiel. Alles ist auf Deutsch. Alles ist schön verständlich. Da steht auch Polizei statt Policia oder Policesto oder Polente, Tente, Ente? Oder Police? Auf der Flucht. Hier scheint es ziemlich ruhig zu sein. Aha, das ist bestimmt Jimmy. Die Polente, ich mach mal besser die Fliege. Ja, hinter ihm her. Gib auf, Jimmy. Bleib stehen, sonst laufe ich dir weiter hinterher. Oh Mann. Tap 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 tap. Bist du noch da? Ich hoffe, du hast keine Höhenangst. Nein, habe ich nicht, keine Sorge, aber ich kann ziemlich langsam klettern. Das ist natürlich besser für die Coolness des Ganzen, weil langsam klettern gibt dem Ganzen eine Dramatik. Klettern kannst du ja, langsam. Aber du kannst du auch springen. Natürlich kann ich auch springen, guck. Oh, diese schöne Lego City Undercover Musik. Und, Drahtseil, tak, 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 tak. Und hoch. Yeah. Und einmal durchrutschen. Ja, ich wusste doch, dass ihr bei der Polente zu viele Donuts futtert. Oh Mann. Von wegen. Wenn das einer macht, dann ist das Dunby. Der futtert allen die Donuts weg, deswegen kriegen wir keine mehr. Ja, deswegen sind wir noch relativ sportlich. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Das wäre echt schade. Oh. Gleich gib's auf die Fresse, kleiner Genosse hier. Ey, dann ist richtig. Dann ist erstmal dann. Oh, dann. Nee, dann willst du gar nicht in deiner Haut stecken. Nein, dann willst du lieber in meiner Haut stecken. Das sag ich dir. Und ich meinte das jetzt nicht wörtlich. Nein. So nur auch nicht. So, und hoch. Na gut, dann nehme ich doch fest. Morgen früh bin ich eh wieder draußen. Das lässt sich machen, wenn du mir sagst, wo Klopper Tony ist. Hey, ich kenne meine Rechte, ich muss dir gar nichts sagen. Hör mal, Jimmy, du solltest jetzt echt mit mir reden. Ist ja schon gut, Tony treibt sich am Sportplatz gegenüber rum. Versuchen, kannst du es ja da mal. Oder versuchen sie es mal da. Mission abgeschlossen, yeah! So. Gute Arbeit, Chase. Danke. Chase, wir haben neue Ausrüstung, die dir helfen kann, Klopper Tony zu verhaften. Komm zur Station und hol sie ab.
Mach ich. Neue Ausrüstung, neuer Kram. Ich mag neuen Kram. Ist es irgendwas, was mit Frank Honey zu tun hat? Ich will Frank Honey wieder haben. Der war lustig. Hier gibt's kein... bisher hat sich das Spiel ja generell mit Witzen in Grenzen gehalten. Also, ich weiß nicht, so... mir fällt jetzt nicht ein, wo das Spiel außer in der Intro-Sequenz mal so richtig witzig war. Das ist jetzt eher ernst, so. Neues Spielzeug. Spielzeug? Hi Chase, ich habe neue Ausrüstung für dich. Das ist deine Wurfhakenkanone. Sie ist einfach super, wenn du an höhere Orte gelangen willst. Außerdem kannst du mit ihr Objekte zu dir heranziehen. Hier kriegt man wenigstens eine schöne Erklärung. Das ist großartig. Ich werde sicher jede Hilfe brauchen, die ich bekommen kann. Danke. Wurfhakenkanone. Gib sie her. Ja. Yeah. Oh. Ups. Mission abgeschlossen. Das war eine echt schwere Mission. Was kommt denn eigentlich als nächstes? Ah. Es ist soweit. Chase, finde Tony Klopper McGee und halte ihn auf. Fahr rüber zu seinem Versteck und verhafte ihn. Ist eine super Idee. Sollte ich wirklich mal tun. Und wisst ihr, was ich wirklich mache? Ha! Zugeklappt, eingepackt und Ende erstmal für jetzt. Und zwar möchte ich sagen, ja, wenn euch das Let's Play gefallen hat, bleibt ruhig dran. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann guckt halt andere. Ich bin ja auch nicht so der Typ, der jetzt sagt, ihr müsst meins gucken. So, yo, dann verabschiede ich mich und bye bye und tschüssi.